Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar. So sehen realistische Use Cases aus. Das ist der zweite Teil unseres Webinars. Im letzten oder im ersten Teil haben wir uns über Influencer, überschätzt oder effektiv unterhalten. Und wie gesagt, heute begrüßen wir wieder als Referenten Christoph Hess. Christoph arbeitet als Digital Strategist für die Kuble AG in Zürich und betreut internationale Großkonzerne, kleinere und mittlere Unternehmen oder auch Non-Profit-Organisationen im Bereich Social Web, unter anderem für Marketing, Sponsoring oder Kampagnen. Die Kuble AG und Christoph Hess sorgen dafür, dass Unternehmen im Social Web erfolgreicher oder das Social Web erfolgreicher für ihre Ziele einsetzen können. Und er ist außerdem Dozent an Weiterbildungsinstituten und Fachhochschulen in der Schweiz. Wir freuen uns, dass Christoph Hess sich heute bereit erklärt hat, basierend auf seinen umfangreichen Erfahrungen in dem Bereich die Wahrheit über Influencer Marketing und realistische Use Cases näher zu bringen. Christoph Hess wird unter anderem darstellen, weshalb Influencer häufig überschätzt werden, weshalb gekaufte Glaubwürdigkeit und Reichweite häufig nur einen kurzfristigen Effekt haben, als kleinen Rückblick auf den ersten Teil und eben uns die realistischen Use Cases heute näher bringen. Kurz zu mir, mein Name ist Miki Vailoyan. Ich bin seit 2013 bei LexisNexis beschäftigt und zuständig für unsere Media Intelligence Lösungen innerhalb des Sachgebiets. Ich berate unsere Kunden bei den Themen Social Media Listening, Analytics, Media Monitoring, Kommunikation und PR. Bevor ich das Mikrofon und die Maus an Herrn Hess übergebe, möchte ich noch kurz ein paar Details wie immer zum reibungslosen Ablauf erwähnen. Die Telefone aller Teilnehmer sind während der Präsentation auf Stumm. Sie haben aber die Möglichkeit, auch während des Webinars bereits Fragen an den Moderator, also mich oder Herrn Hess, zu stellen. Die Chatfunktion finden Sie am oberen Rand Ihres Bildschirmes. Wir werden Ihre Fragen im Laufe des Webinars sammeln und am Ende in einer Frage-Antwort-Runde live mit Herrn Hess und mir beantworten. Falls wir es nicht schaffen würden, alle Ihre Fragen live zu beantworten, werden wir diese wie immer sammeln und in einem E-Mail im Anschluss des Webinars an Sie verteilen. Selbstverständlich auch die Fragen, die wir auch live im Webinar beantwortet haben. Lieber Christoph, dann übergebe ich jetzt gerne an dich. Die Maus ist dein. Hallo, auch von meiner Seite willkommen zu diesem Webinar. Wie gesagt, Teil 2. Wir haben vor einer Woche über die Einschätzung, Überschätzung, Unterschätzung von Influencers gesprochen. Und an diese Darstellung erinnert sich vielleicht der eine oder die andere. Da geht es eigentlich darum, darzustellen, dass wir mit Influencer Marketing uns von unten links nach oben rechts bewegen. Das heißt, wir generieren mehr Reichweite, mehr Glaubwürdigkeit, weil Influencers im Vergleich zu Brands, zu Unternehmen mit ihren Logos persönlicher sind. Sie kommunizieren mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht. Sie sind oftmals auch schneller oder sie können schneller und kreativer sein als Unternehmen, weil sie eben als Personen agieren. Und die Hypothese hinter Influencer Marketing ist eben, dass wir das nutzen und diese Dynamik da entfachen, von unten links nach oben rechts. Nur, das ist nicht immer möglich. Manchmal wird die Reichweite überschätzt von Influencers, weil zum Beispiel Followers, Fans gekauft sind, auch weil vielleicht diese Followers und Fans alle aus dem deutschsprachigen Raum sind. Wenn ich jetzt aber als internationales Unternehmen solche Influencer nutzen möchte, das Englisch kommuniziert, dann habe ich da auch eine sehr beschränkte Reichweite mit Englisch oder anderen Sprachen. Auch die Glaubwürdigkeit kann überschätzt werden. Ein Beispiel, das wir da besprochen haben, da ging es darum, dass Influencers manchmal für verschiedene Produkte, für verschiedene Brands aktiv sind, die sich nicht ergänzen oder vielleicht noch schlimmer sogar konkurrieren oder die völlig unterschiedliche Kundensegmente ansprechen. Und auch da ist es dann so, dass aus der Optik dieser Fans, dieser Followers, solche Akteure, solche Influencers nicht glaubwürdig sind. Heute geht es eben darum, dass das zu ändern, eben
da zu schauen, wie kann man Influencers realistisch nutzen, was sind die Use Cases. Hier so zusammengefasst die Herausforderung, es kann eben sein, dass Influencers thematisch passen, habe ich gesehen, weil ich die Instagram-Accounts mir angeschaut habe zum Beispiel. Sie haben vielleicht auch eine große Reichweite, wenn ich mir da anschaue, mit wie vielen Leuten, wie groß die Community ist, dieser Accounts. Aber dieser dritte Punkt, ist es effektiv für die Ziele, ist es effektiv für den Use Case, das, was ich mache, das, was ich verkaufe, das, was ich erreichen möchte. Dieser dritte Punkt ist eben ganz entscheidend. Jay Beer, ein Blogger, Influencer im Bereich Digital Marketing, Social Media, Influencer Marketing und so weiter, definiert diese Effektivität als, es ist eben dann effektiv, wenn Influencers in der Lage sind, Behavior zu erzeugen. Irgendwas zu erzeugen, wo etwas passiert, das über einfach das Gesehen eines Tweets, eines Posts hinausgeht. Dieses Behavior kann man eigentlich in drei Bereiche splitten, eben drei Bereiche, wo ich denke, egal ob man ein Großkonzern ist oder eine kleine NPO, egal ob man eine Bank ist oder eine Autogarage, in diesen drei Bereichen, denke ich, hat jedes Unternehmen, hat jede, egal wie groß und egal was man für Ziele hat, seine Ziele und da kann man sich irgendwie wiederfinden. Es geht sehr oft darum, Reach zu generieren, einfach gesehen zu werden. Man möchte, das ist so Branding, Awareness sind da die Zielsetzungen, dass man auch einfach mal zufrieden damit ist, gesehen zu werden im Social Web und da dann eben mit Influencers zusammenarbeitet, weil man gemerkt hat, ich mit meiner Facebook-Page bin eingeschränkt als Unternehmen, auch wegen dem Algorithmus, der Art und Weise, wie Facebook funktioniert, nämlich, dass Facebook sagt, wenn ihr wirklich gesehen werden möchtet, dann müsst ihr auch Ads schalten. Ein zweiter Bereich, der dann schon etwas schwieriger ist, weil da geht es im Engagement-Bereich nicht nur darum, gesehen zu werden, sondern ich möchte auch, dass die Leute irgendwas machen mit den Posts, mit dem Video zum Beispiel, dass sie das schauen und möglicherweise sharen, liken, kommentieren, weil sie es eben sehr gut finden. Das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich jetzt als NGO vielleicht mache ich Fundraising und dann möchte ich ja möglichst diesen Zweck des Fundraising, dass der sich möglichst verbreitet, möglichst im Gespräch ist, in dem Bereich bin ich dann vielleicht, ist dann mein Use Case anzusiedeln. Und der dritte Bereich, Conversions, das geht dann noch einen Schritt weiter. Da könnte zum Beispiel die Autogarage ins Spiel kommen, die sagt, ja, ich möchte das jetzt Leute, und das wäre dann sogar eine Offline-Zielsetzung, die man da verfolgt. Ich möchte, dass Leute von Influencers aktiviert werden und dann in meine Garage kommen und eine Probefahrt vereinbaren. Oder ein Conversion-Ziel online könnte sein, ich bin eine Bank und ich möchte Beratungsgespräche vereinbaren. Das heißt, ich möchte, dass Leute bei Influencers gesehen haben, ah, da gibt es ein neues Produkt der Bank XY, das interessiert mich. Dann gehe ich auf die Website dieser Bank XY und sage, ja, bitteschön, ich komme mal bei euch vorbei und lass mich beraten. Also so diese drei Bereiche habe ich hier auch nochmals anders dargestellt, jetzt in diesem Conversion Funnel, auch mit KPIs, ganz konkret Key Performance Indicators, die man messen kann, wo man Daten eigentlich dann auch entscheiden lassen kann, ob etwas funktioniert oder anders gemacht werden sollte oder vielleicht welcher der fünf Influencers, die man da mit denen man zusammenarbeitet, am besten performt im Reach-Bereich und die Form des Conversion Funnels reflektiert auch wieder, was ich vorhin erwähnt habe, mit der Schwierigkeit und auch der Menge an Leuten, die man es zu tun hat. Reach ist, wenn man so will, am einfachsten, weil die Leute halt einfach gesehen haben, da gibt es einen Post und da kann ich auch gut und gerne sehr viele Leute erreichen. Vielleicht sind es 50.000, vielleicht sind es 100.000. Dann Engagement werden schon ein paar weniger, weil nicht alle die Leute, die den Post gesehen haben, engagen damit, finden das spannend. Und dann noch ein bisschen weniger Leute sind dann diejenigen, die eben in die Autogarage
fahren und da das Autoprobe fahren oder die auf der Website noch ein langes Formular ausfüllen. Das ist einfach ein natürlicher Prozess, dass das nicht alle Leute tun, weil sie eben dann doch nicht so interessiert sind, zu wenig Geduld haben, zu wenig Zeit haben und so weiter. Die KPIs im Reach-Bereich kann sein Impressions, kann sein Followers, Subscribers bei YouTube-Channels, Connections bei LinkedIn-Profiles, all das kann ich mir anschauen bei Influencers. Im Engagement-Bereich kann ich anschauen, was klicken die Leute, was schauen sich die Leute an, was sharen sie, liken sie, kommentieren sie, erwähnen sie mich auf Twitter oder auf LinkedIn zum Beispiel oder retweeten sie. Auch das eine Twitter-Funktion. Und das kann dann recht schnell unübersichtlich werden, all diese einzelnen Zahlen. Und da lässt sich dann als eigentlich übergreifender KPI die Engagement Rate berechnen, indem ich nämlich dann vergleiche von der ganzen Anzahl Impressions oder Followers oder Fans, wie viele Leute, wie prozentual gerechnet, wie viele Leute haben jetzt tatsächlich engaged. Weil da kann es eben dann sein, wenn ich 100.000 Impressions generiere und 100 Likes, dann ist das nicht so gut, wie wenn ich nur 2.000 Impressions generiere, aber auch 100 Likes habe. Also diese relative Betrachtung ist dann viel, viel aussagekräftiger. Und der dritte Bereich, die Conversions, da schaue ich dann eben die Website an oder ein Online-Shop oder vielleicht der App-Store, wenn ich eine App promote, oder eben offline, meine Autogarage. Wer läuft da zur Tür rein und wie lange bleiben die Leute und was machen sie so? Jetzt bezogen auf online kann ich mir Visits anschauen, wie lange bleiben die Leute per Visit, Bounce Rate, gehen sie gleich wieder oder bleiben sie auf der Website, Subscriptions, abonnieren sie zum Beispiel den Newsletter, auch das kann ein Conversion Goal sein, oder Submissions, schicken sie etwas ab, zum Beispiel eben das Beratungsgesprächformular. Auch da kann ich eine Rate berechnen, nämlich die Conversion Rate, indem ich eben dann schaue, wie viele Leute kamen auf die Website oder kamen in die Autogarage und wie viele Leute haben dann tatsächlich das gemacht, worauf ich abziele. Also dieses Formular ausgefüllt zum Beispiel. Und auch da habe ich dann mit einer Rate, mit einer Prozentzahl einen viel besseren KPI zur Hand, als wenn ich nur einfach die Anzahl Form Submissions mir anschaue. Also das so als Framework, wo ich mich jetzt, wie erwähnt, mit meinem Use Case darin positioniere und mir überlege, wo passt das jetzt rein mit meiner Zielsetzung und dann eben, wo ist jetzt der Influencer positioniert und wie hilft mir der Influencer bei dieser Zielsetzung. Woher kommen die Daten? Stelle ich mir als nächstes, oder stellen Sie sich wahrscheinlich auch die Frage, wir haben den Conversion Funnel gesehen. Wir haben gesehen, was da für KPIs eine Rolle spielen können. Jetzt diese KPIs, die Daten dazu, Sie sehen hier ein paar Logos, die können von Datenquellen kommen, wie den Social Media Networks selbst, von Facebook bis YouTube. Haben die da alle halt das, was zum Content passt, zu ihren Funktionen passt? Also YouTube zeigt Subscribers an und LinkedIn, wie gesagt, Connections, das können Datenquellen sein. Dann, ich habe da mal Google Analytics aufgeführt für Web Analytics, Adobe Omniture, Web Trends, was auch immer man dann verwendet für die Website, ist genauso valabel da als Datenquelle. Cloud ist so ein Influencer-Index, der verschiedene Daten verrechnet, kann eine Datenquelle sein. Hearsay ist, um Influencers aus dem Unternehmen heraus zu positionieren. Da connecten die Leute ihre LinkedIn-Accounts zum Beispiel und fangen dann an zu posten. Oder natürlich LexisNexis als Datenquelle für Influencer-Daten und als Datenquelle um diesen Conversion-Funnel zu messen. Ich habe LexisNexis hier für diesen Use Case ausgewählt. Der Use Case, mit dem wir uns da im ersten Teil bewegen, im Reach-Bereich des Conversion Funnels. Und da können wir die Daten eben verwenden, um genau diesen Bereich zu messen. Jetzt, was Sie hier sehen, diese Screenshots, ist illustrativ. Sie sehen vielleicht Donald Trump, das ist
kein realistischer Use Case, dass der in ihren Aktivitäten jemals eine Rolle spielen wird. So gehe ich zumindest davon aus. Aber auf diese Art und Weise werden Influencers dargestellt und dann eben im orangen Bereich, da ist relevant hier, sehen Sie, was ist jetzt die Reichweite und auch die Reichweite pro Menschen, die dieser Akteur erzielt hat. Und diese Reichweite pro Menschen ist ein spannender KPI, weil er eben auch relativ ist, so wie vorhin die Conversion Rate, also die Engagement Rate. Das heißt, ich sehe auch, diese Person, die musste pro Post, hat sie diese Reichweite erzielt. Und das kann dann plötzlich heißen, dass vielleicht eine Person mit einem Post viel mehr erreicht hat als eine andere mit 5 Posts. Und all diese Zahlen und Einschätzungen helfen mir dann dabei, verschiedene Fragen zu beantworten. Zum Beispiel die Frage, habe ich mein Ziel erreicht und Reach generiert, zum Beispiel für meinen Event, weil ich mir überlegt habe, okay, dieser Event, speziell wenn es ein Event gibt, vielleicht alle 2 Monate, dann ist ja die beste Werbung für den nächsten Event, wenn für den aktuellen Event möglichst viel, da möglichst viel Social Buzz erzielt wird, möglichst viel Instagram-Posts, möglichst viel Tweets und so weiter. Wenn diese Sichtbarkeit vorhanden ist, dann kann ich vielleicht in die Conversion reingehen, also mehr Leute zum nächsten Event oder zur nächsten Konferenz bewegen. Und da kann es jetzt sein, dass ich mir zuerst mal die Frage stelle, hat das funktioniert? Habe ich da Reach erzeugt? Vielleicht stelle ich mir auch die Frage, diese Influencers, der Reach, den sie erzielt haben, vielleicht 100.000 Impressions, was hätte ich bezahlen müssen für Facebook-Ads oder für Twitter-Ads oder für LinkedIn-Ads, um diese Reichweite zu erzielen? Da kann ich dann eben entscheiden, das lohnt sich oder lohnt sich nicht. Und als nächstes, das ist auch oftmals die Situation, in diesem Use Case, dass man da verschiedene Influencers eingeladen hat, eben an diesem Event, vielleicht 5, vielleicht 10. Jeder hat vielleicht so ein Special Package gekriegt. Und jetzt für den nächsten Event oder für die Zukunft frage ich mich, brauche ich wirklich alle 10? Oder wer hat da am besten performt? Eben anhand dieses KPIs. Darüber hinaus können natürlich auch qualitative KPIs relevant sein. Also vielleicht kann es dann auch sein, dass einer einfach die schönsten Fotos schießt, gemessen an Reach nicht der beste ist, aber ich sage mir dann, okay, ist eigentlich interessanter oder genauso wichtig, dass da dieser qualitative Aspekt stimmt. Engagement, nächster Use Case. Da habe ich ein Feature ausgewählt von Facebook. Und zwar, Sie sehen im Bild oben links, im schwarzen Bereich, sagt eigentlich Facebook, wie dieses Feature zu verstehen ist. Und zwar fragt da Facebook, was du da postest, ist es irgendwie ein Third-Party-Brand oder Produkt, den du da postest. Und wenn du das postest, dann solltest du eben sagen, mit welchem Brand oder Produkt das verknüpft ist. Und viele Influencers oder viele Leute, die eben diese Art von Content verbreiten und mit Unternehmen zusammenarbeiten, wissen das noch gar nicht, dass man das tatsächlich machen muss, wenn eine Facebook-Page verifiziert ist. Sieht man da, wenn man die Branded Content Policy sich durchschaut, also jemand, der eine Verified Facebook-Page hat und jetzt mit Unternehmen zusammenarbeitet als Influencer, muss diese Funktion nutzen. Es ist aber schon auch es ist nicht nur ein Müssen, sondern, das sehen Sie dann im nächsten Bild rechts, es hat auch verschiedene Vorteile. Zuerst mal deklariere ich, hey, da arbeite ich mit jemandem zusammen, was ja auch eben spannend sein kann. Ich positioniere mich mit diesem Unternehmen, mit diesem Produkt zusammen. Und zweitens für das Unternehmen, jetzt aus Unternehmensperspektive, ist es spannend, dass, und das sehen Sie da in der Box, neben dem gleich unterhalb, da who is sponsoring you for this post, da schreibe ich eben das Unternehmen rein und dann da in der Erklärbubble steht unter anderem, dass dieses Unternehmen dann die Metrics des Posts sieht und auch diesen Post verwenden kann für Ad-Campaigns. Und das ist natürlich sehr spannend, vor allem dieser Metrics-Bereich. Wir reden ja darüber, den Conversion Funnel und darüber, KPIs messen zu können. Und wenn ich diese Funktion nutze, dann gebe ich dem Unternehmen die Möglichkeit, da sehr transparent Einblick nehmen zu können in die KPIs. Das dritte Bild, geht da weiter, nochmals nach links.
Da sehen Sie, wie das am Ende, das Produkt, das Resultat am Ende ausschaut, wenn dieser Post publiziert ist. Also wir haben hier diesen Influencer, eine Travel-Bloggerin aus der Schweiz, sie heißt Travelita, und sie hat jetzt da eben diese Funktion genutzt, dieses Width zeigt, dass diese Funktion im Spiel ist, und der SBB Railway ist ein Produkt von der Schweizerischen Bundesbahn. Also hier steht der Brand, das Produkt, mit dem ich mich verknüpfe. Der Rest des Posts ist ganz normal und sie ist jetzt noch ein bisschen transparenter und macht auch noch den Hashtag Werbung rein. Müsste sie nicht, weil sie ja bereits diese Funktion nutzt. Aber das so als zweiter Use Case, jetzt bezogen auf Facebook, einfach deshalb, weil Facebook da konkret eine Funktion entwickelt hat in diesem Bereich. Und meine Hypothese eben ist es, dass das auch in anderen Plattformen bald mal auf diese Weise verfügbar sein wird, vor allem auf Instagram, wegen der Nähe von zwischen Facebook und Instagram und Twitter, LinkedIn und so weiter, werden da wahrscheinlich auch eines Tages nachziehen. Dritter Use Case noch, da gehen wir nochmals einen Schritt weiter im Conversion Funnel. Und zwar in den Bereich der Conversions rein und in den Bereich der Web Analytics rein. Sie sehen hier die sogenannte UTM Tags. Die Problematik oder die Herausforderung von Web Analytics ist ja, dass ich möglichst viel wissen möchte über den Traffic, der da reinkommt. Und das kann ich eigentlich nicht, wenn die Influencers, mit denen ich zusammenarbeite, einfach Links verwenden, die keine zusätzlichen Informationen beinhalten. Und diese zusätzlichen Informationen kann ich eben verpacken als UTM-Tags oder Camp-IDs, werden sie manchmal heißen, sie zum Beispiel bei Adobe Omniture. Und diese Camp-IDs sagen dann zum Beispiel, woher der Klick kommt. Hier jetzt im Beispiel die Source ist LinkedIn. Dann so das Medium, so wie ein Übertitel, dieses, was da gemacht wird, das könnte zum Beispiel eine Rabattaktion sein. Ich kann den Content vertaggen und sagen, was ist das für ein Visual? Variation 15 zum Beispiel ist dieses Bild und dieser Text. Und dann der letzte Tag, den Sie hier im Beispiel sehen, ist der Name des Influencers. Zum Beispiel einfach als Michael Müller, da würde ich jetzt zum Beispiel nicht reinschreiben, wie die Person heißt, aber ein Kürzel zum Beispiel, wo ich sie dann identifizieren kann. Also hier dann der Use Case, dass wenn ich diese Links verwende und diese Links meinen Influencers gebe, sehe ich am Ende auf der Website viel, viel besser, wer jetzt da wie viel einbezahlt. Also zum Beispiel dann für meine Zielsetzung Beratungsgespräche zu vereinbaren. Welche Influencers haben da Leute auf die Website geschickt, die dann tatsächlich die Beratungsgespräche vereinbart haben? Und da im ganzen Kontext kann ich dann stelle ich vielleicht plötzlich fest, und das hat dann auch wieder viel mit realistischen Use Cases, mit Influencers nicht überschätzen zu tun. Vielleicht erkenne ich plötzlich, aha, das sind ja eigentlich diejenigen Leute, das sind ja eigentlich Bloggers, die gar nicht so viel Traffic haben, die mir am meisten Beratungsgespräche generieren. Irgendwas ist da halt vorhanden, eben an Glaubwürdigkeit bei den Leuten, dass sie gar nicht unbedingt viel Traffic brauchen, viele Followers, viele Fans brauchen, um da für mich, für mein Ziel, mehr zu bringen als Leute, die 100.000 Facebook-Fans haben, aber die Facebook-Fans irgendwie machen jetzt für meinen Use Case, der sich auf der Website und rund um Conversions abspielt, da gibt es gar keinen Effekt. Jetzt, bevor ich in die Diskussion überleite und Ihre Fragen, haben wir noch eine Umfrage vorbereitet. Und zwar dreht sich eigentlich die Umfrage darum, ob Sie zusätzliche Informationen möchten. Ich habe jetzt hier drei Use Cases gezeigt, Use Cases, wo Sie ja gesehen haben, Daten bilden so den Kern und da braucht es Tools. Und wenn Sie da zusätzliche Informationen möchten, das wäre da die Frage und der Moment, wo Sie uns das mitteilen können. Ja, vielen Dank, lieber Christoph. In der Zwischenzeit
übernehme ich mal wieder. Vielen Dank für deine Inputs. Ich fand sie unheimlich spannend und auch sehr lehrreich, um auch ein bisschen besser zu verstehen, wie kann ich wirklich identifizieren, welche Influencer in einem realistischen Umfeld, wie als Markenbotschafter oder als Botschafter allgemein zu einem Topic, mein Unternehmen und meine Brand Reputation weiterbringt. Fand ich sehr, sehr spannend. Die Umfrage haben wir für Sie geschlossen. Wir haben auch schon einige Fragen erhalten. Ich möchte nur kurz erwähnen, wir werden ein weiteres Social Analytics Webinar haben in den nächsten Wochen. Das genaue Datum muss noch bestimmt werden, beziehungsweise geht raus. Es wird irgendwas sein Anfang August. Und zwar werden wir da noch mal ein bisschen genauer auf Social Analytics eingehen, auf die Funktionen eines solchen Tools. Und wenn Sie natürlich ein persönliches Gespräch möchten mit Herrn Hess oder auch mit mir, eine persönliche Demo so eines Tools, dann melden Sie sich sehr, sehr gerne. Wir kommen zu den Fragen und haben auch schon einige spannende Fragen erhalten. Muss ich schnell schauen. Lieber Christoph, ich glaube, die erste Frage ist ganz klar für dich. Wie lange dauert es denn, bis man mit Influencers einen wirklichen Effekt erreicht im ersten, im letzten Teil des Funnels? Also wie lange dauert es, bis man wirklich Effekt? Genau, im letzten Teil des Funnels. Mhm. Ich denke, da kommt es auch ein bisschen darauf an, wie hoch man da die Hürde ansetzt im letzten Teil. Also was sehr oft, und die kann zum Beispiel ganz tief sein, dass man zunächst mal einfach sagt, ich habe da unter anderem als KPI aufgeführt, die Time Spent per Visit und die Bounce Rate auf der Website. Und da könnte ich zum Beispiel als ganz tiefe Hürde sagen, ich möchte jetzt die Website-Besucher mit in Zusammenarbeit mit Influencers, also Leute, die dann über Influencers auf die Website kommen, da möchte ich, dass die Qualität dieser Visits signifikant besser ist als die Qualität des restlichen Traffics. Und das könnte dann zum Beispiel heißen, dass ich sage, dass ich Qualität definiere als unbounced Traffic, also Leute, die nicht sofort wieder gehen, sondern weiterklicken auf der Website, oder als Traffic, der zum Beispiel mindestens 2 Minuten auf der Website bleibt. Das wäre eine ganz tiefe Hürde und die kann man dann auch schon gut und gerne recht schnell nehmen. Eine next höhere Hürde, aber auch immer noch sehr realistisch, dass man das schon sehr bald erreicht, sind so Conversion Goals wie zum Beispiel Newsletter abonnieren oder PDF downloaden, aber die Person muss noch die E-Mail-Adresse angeben. Auch so habe ich dann E-Mail-Adressen, die ich weiterverwenden kann, zum Beispiel für den Newsletter, aber auch zum Beispiel für auf Facebook kann ich Ad-Targeting machen auf E-Mail-Adressen. Das heißt, all die Leute, die da den Newsletter abonniert haben, die targete ich jetzt mit Facebook-Ads. Eine next höhere Hürde also, aber immer noch, die nehmen dann schon ein paar Leute mehr, als dass sie einfach länger auf der Website bleiben. Und die dritte höhere Hürde, das mit den Form-Submissions zum Beispiel, ich hatte da das Beispiel verwendet mit den Beratungsgesprächen, das kann gut und gerne sein, dass das länger dauert, weil, wenn wir nochmals das Bankenbeispiel nehmen, weil einfach nicht jeder gerade jetzt die Bank wechseln möchte oder nicht jeder braucht gerade jetzt eine Hypothek oder nicht jeder hat gerade jetzt Zeit für ein Beratungsgespräch. Banken reden da oftmals von so Zeiträumen von 6 bis 12 Monaten, wo so Leute mal ein Produkt gesehen haben, wo Leute wissen, ah, diese Bank könnte spannend sein, aber das dauert dann eine Zeit lang, bis sie da zurückkehren und tatsächlich so ein Beratungsgespräch vereinbaren. Also je nachdem, wie hoch ich da die Ziele ansetze, desto schneller kann es gehen. Super, hört sich gut an. Wir haben eine weitere Frage, ich glaube, die wäre für uns, LexisNexis oder für mich. Kann man über LexisNexis Social Analytics auch den passenden Influencer für ein Produkt oder Service finden? Ja, kann man. Man hat ja die Möglichkeit, über ein gutes Social Analytics Tool Influencer oder Meinungsbilder über verschiedene Keywords zu beobachten und eben genau, wie wir dank Christoph Hess Input heute erfahren haben, eben auch zu messen, wie effektiv sind die für meine Ziele und Zwecke. Ich kann Ihnen da gerne offline auch noch mehr dazu erzählen. Ich glaube, wir haben ein schönes Beispiel, das wir erleben durften mit einem
Suchtsafthersteller, der über eben ein gutes Social Analytics Tool mehrere sehr erfolgreiche Kampagnen über Influencer starten konnte und da auch an diversen Konferenzen als Vortragsredner und als Leading-Beispiel eigentlich erzählt, wie er das so gemacht hat. Also ja, absolut, und das sollte auch mit einem guten Social Analytics Tool möglich sein. Natürlich gibt es eben auch diese die Rates, die Conversion Rates oder auch andere Kennzahlen eigentlich, die man benutzt, um dann zu messen, wie effektiv jetzt so ein Einsatz war. Das kann man über ein gutes Social Analytics Tool, und wenn man sich da noch nicht so gut auskennt, dann kann man eben auch über Agenturen wie Christoph Hess oder die Kuble AG oder auch über LexisNexis die Bedatung und der Consultants oder mir rausfinden, welche Messzahlen oder Kennzahlen es denn bedarf, um das erfolgreich zu tun. Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage so kurz wie möglich, so gut wie möglich beantworten, aber wie gesagt, gerne auch im Nachgang. Dann, wir haben schon eine weitere Frage. Jetzt glaube ich, Christoph, ich glaube, die ist für dich. Was beinhaltet ein Influencer-Tool? Findet man da auch die richtigen Influencer oder kann man nur Kampagnenerfolge messen? Naja, vielleicht für uns. Ich glaube, den ersten Teil habe ich schon beantwortet. Kann man nur Kampagnenerfolge messen? Nein, eben nicht nur, sondern mit einem guten Social Analytics oder Medientool kann man eben viel mehr als nur Influencer und Kampagnenerfolge. Aber Christoph, vielleicht aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, was ein gutes Tool beinhaltet? Ja, also ich denke, die Fragestellung ist, ich würde das nicht zusammenmischen, dieses Kampagneneffekt messen und das Influencer finden. Ich denke, ich habe das ja so beschrieben, da beim Use Case LexisNexis, ging es ja darum, Reach zu messen. Der Use Case war so zum Beispiel, ich habe eine Konferenz und in einem halben Jahr ist die nächste Konferenz. Jetzt möchte ich Reach Awareness schaffen für diese Konferenz, indem ich Influencers einlade, die dann quasi schon Werbung machen für die nächste Konferenz. Und da kommt eigentlich das Influencer-Tool am Anfang, LexisNexis in dem Beispiel, sowohl am Anfang als auch am Schluss. Weil am Anfang zeigt mir das Tool, welche Influencers passen, welche sind thematisch relevant, welche sind geografisch relevant, welche sind relevant gemäß ihren Accounts, ihren Profiles. Vielleicht sage ich möchte Leute, die auf LinkedIn gut positioniert sind. Instagram ist für mich nicht relevant. Das zeigt mir ein Tool wie LexisNexis. Und dann, da haben Sie die Screenshots gesehen vorhin, zeigt mir das Tool ja auch wieder am Ende dann, wenn ich jetzt diesen Tag anschaue, an dem die Konferenz stattgefunden hat, am Ende sagt mir das Tool dann auch, was ist jetzt tatsächlich der Reach, die Reichweite, die ich erzielt habe. Mhm. Also es ist genau. Da nicht so, nicht, ich sollte, würde diese Arbeitsschritte nicht vermischen. Und also das, was ich jetzt beschrieben habe, da hat man gesehen, dass ja LexisNexis beides kann. Ja, absolut. Aber ich danke für diesen Input. Ich glaube nämlich, das ist auch wichtig. Natürlich sollte man mit einem Tool möglichst viel abdecken können, aber von der Methodik oder Herangehensweise, da hast du absolut recht, sollte das nicht vermischt werden. Super, vielen Dank, Christoph. Dann haben wir eine weitere Frage. Ich glaube, das ist auch für LexisNexis in dem Moment. Wie sieht es mit Copyright aus? Kann ich die Daten aus dem Tool nutzen und weiter verbreiten? Ja, ein guter Anbieter hat eben auch die Copyright- und Lizenzrechte auf seiner Seite, sodass sie eigentlich innerhalb eines großen Unternehmens oder innerhalb ihres Kundenkreises, im Falle einer Agentur oder auch innerhalb eines kleinen Empfängerkreises, wenn man ein kleines oder mittleres Unternehmen ist, sind diese Copyright-Lizenzen abgedeckt. Sprich, sie dürfen die Inhalte, die gefundenen, lesen, sie dürfen sie bearbeiten, weiter verarbeiten und dann eben ganz wichtig auch verteilen. Und ich glaube, mir gefällt diese Frage deshalb so gut, weil ich denke, das macht einen wichtigen Unterschied jetzt bei uns aus, dass eigentlich unser Content lizenziert ist und für Sie so lizenziert durch unser Copyright-Team, dass Sie ihn eben ohne schlechtes Gewissen weiterverteilen dürfen. Im Falle einer Agentur eben auch an Ihre Kunden weiterverarbeiten, in Reports weiterverarbeiten, in visuelle Grafiken, Darstellungsweisen
oder eben auch zum Beispiel teilen auf Social Media Channels in ihrem Unternehmensnetzwerk, auf Yammer beispielsweise etc. Das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Frage. Schau ich mal, wir haben noch weitere Fragen. Dann haben wir, kann man Google Analytics Daten in so ein Social Listening einbinden? Ich glaube, das ist auch eine Frage, Christoph, für uns, oder? Also bei uns auf jeden Fall kann man das. Lass uns die Frage vielleicht splitten. Bei LexisNexis Social Analytics kann man Google Analytics einbinden? Ja, und wir denken auch, dass das wichtig ist. Wir haben ja von Christoph erst vorhin gehört, es geht eben darum, alles zu analysieren, das Big Picture und dann granular in die einzelnen Bereiche aufteilen zu können. Aus deiner Erfahrung, Christoph, wie ist das? Ist das häufig oder denkst du, dass das etwas ist, was zwingend notwendig ist? Ja, also ich denke, es ist einfach notwendig, dass man beides sich anschaut, sowohl was auf Social Media passiert, als auch auf der Website. Also ich habe ja hier vorhin eigentlich so den Prozess beschrieben, man kommt von Social Media und geht auf die Website. Das, was du jetzt beschrieben hast, so im Datenfluss, geht in die andere Richtung, dass man Google Analytics Daten auch sich im Social Media Analytics Tool sich anschauen kann. Und das ist sicherlich empfehlenswert, diese Perspektive eben beides sich anzuschauen, weil, ich habe es vorhin auch angesprochen, viel zu oft man eigentlich Ziele auf der Website verfolgt. Eben, ich bin ein Online-Shop, da möchte ja, dass Leute im Shop einkaufen und auch nicht nur Produkte zusammenklicken und nachher den Warenkorb nicht abschließen und abschicken und bezahlen, sondern tatsächlich bezahlen. Also das ist mein Ziel. Und dann ist es mir eigentlich nichts, auf Instagram oder auf Facebook so mich groß zu inszenieren und viel Reichweite zu haben, wenn ich eigentlich vergesse, wo das am Ende einzahlen sollte. Also diese Perspektive, beides zusammen zu betrachten, zum Beispiel eben so mit diesem Funnel als Hilfsmittel, ist definitiv empfehlenswert. Okay, super. Danke dir. Dann haben wir eine Information oder eine Frage zum Fruchtsafthersteller, mein Beispiel, das ich angeteast habe. Ich stelle Ihnen gerne noch Informationen zu oder ruf Sie an, dann kann ich Ihnen das erklären, was wir da erlebt haben. Ob ich Ihnen diese Präsentation zustellen kann, das müsste ich kurz abklären, weil das ist keine LexisNexis-Präsentation. Aber ich glaube, es ist ein sehr gutes Beispiel für eine moderne digitale Kommunikation oder modernes digitales Marketing. Und ich kümmere mich dazu und melde mich ganz bestimmt bei Ihnen. Vielen Dank auch nochmal für den Input. Dann haben wir noch eine Frage. Das Interesse an dem Tool scheint sehr groß. Das freut uns natürlich. Die Frage ist, was kostet ein Tool für Influencer-Tracking? Da können wir vielleicht auch wieder beide antworten, Christoph. Ich glaube, für jetzt unseren Bereich, da kann ich Ihnen sehr gerne eine konkrete Antwort geben. Wichtig aus meiner Erfahrung oder das, was wir auch gerne tun, ist, dass das modular aufgebaut ist, weil aus unserer Erfahrung jedes Unternehmen andere Ansprüche hat, andere Bedürfnisse. Ein großes Unternehmen wie zum Beispiel BMW oder auch eine Nestle, die haben ganz anderen Anspruch wie zum Beispiel ein Pharmaunternehmen, was auch groß ist. An Daten, an Analysemöglichkeiten, an Weiterverteilungsmöglichkeiten und auch an Features, wie zum Beispiel ein kleineres Unternehmen, was aber sehr, sehr aktiv ist auf Social Media. Grundsätzlich aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, dass es irgendwie möglichst modular aufgebaut ist, sodass ich als Kunde oder Kundin auf jeden Fall das Gefühl habe, dass ich einen Added Value habe durch dieses Tool, aber auch ein Tool habe, was eigentlich wirklich zu meinen Bedürfnissen passt und nicht ein Tool habe, das wahnsinnig viel kann, von dem ich aber nur 10% nutze. Das ist sowas, was aus meiner Erfahrung wichtig ist und sicherlich auch ein bisschen die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit des Anbieters. Und da die Unterschiede so groß sind, sind natürlich auch die Kosten wahnsinnig verschieden, je nachdem, was man benutzt. Aber ich denke, wenn man so 200 Euro im Monat als Start mal rechnet, und das kann natürlich oben Open-End sein, dann ist man sicherlich auch gut dabei. Als grobe Schätzung mal. Ich weiß nicht, Christoph, hast du da vielleicht noch andere Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst? Ich denke, dieser Betrag ist gut. Diese Frage ist halt, was kostet dein Haus, oder?
Das kann eine Baumhütte sein, das kann aber auch eine Villa am See sein. Also so sind auch die Price Ranges halt oftmals mit so Tools. Aber diese 200 Euro, die du da erwähnt hast, ist sicherlich eben auch realistisch, dass man mit solchen Beträgen rechnen muss. Aber ich glaube, auch da ist es eben wichtig, sich vor Augen zu führen, was sind meine Ziele und wie verdiene ich dann auch wieder Geld? Weil diese 200 Euro, die sind völlig easy zu bezahlen, wenn ich weiß, ich verdiene dafür 2000 mehr pro Monat. Oder wenn ich eben weiß, ich verdiene 2000 mehr pro Monat, dann kann sich sogar lohnen, 5, 6, 700 einzusetzen. Also deshalb ist es, glaube ich, so wichtig und so entscheidend, dass man dann auch ganz gut misst und nachvollzieht, was verdiene ich zusätzlich für Geld damit. Weil dann ist dieser Betrag eigentlich nicht mehr, da macht man sich dann keine Gedanken mehr darüber. Genau. Nee, ich finde das auch eine gute Frage und ich finde eigentlich deinen Vergleich auch ganz gut mit dem Haus oder dass man irgendwie, was ist es, eine kleine Hütte oder eine große Villa und ich glaube, das ist ganz entscheidend und sicherlich abschließend zu dem Thema denke ich auch, ist es wichtig, dass wir das Gefühl haben, bei einer Person zu sein, die kompetent ist, die etwas von Social Media versteht, die etwas von den Dynamiken in Social Media Ökosystem versteht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, um einfach auch den richtigen Ansprechpartner an der Seite zu haben und nicht nur ein Tool, mit dem man dann einfach alleine da hockt, sondern eben vielleicht auch jemand, der sich auskennt, der gute Kontakte hat, den ihn auch mal jemand weiterempfehlen kann, der auf jeden Fall gut vernetzt ist, sodass sie wissen, ich habe nicht nur einen Anbieter und ein Tool, sondern ich habe wirklich eine Beratung an meiner Seite. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Christoph, wir haben eigentlich jetzt auch keine Fragen mehr, aber ich fand die Fragen bisher allesamt sehr spannend. Ich freue mich, dass so ein großes Interesse ist für das Tool. Ich bin überzeugt, Sie werden sich freuen beim Social Analytics Webinar, eben das wird Anfang August sein, für Sie Communicated, was das Datum betrifft, werden Sie sich sicherlich gut aufgehoben fühlen. Da gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Und auch, wenn Sie nochmal Fragen haben zu der Strategie, Theorie, Methodik, Anwendung, dann melden Sie sich wie immer ungeniert bei uns, beziehungsweise direkt bei Herrn Hess. Sie können sich aber auch bei uns melden, wir leiten weiter. Gut, Christoph, dann würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Ihnen, liebe Teilnehmer, danke für die Aufmerksamkeit, für die guten Fragen und dann wünsche ich Ihnen allen zusammen einen guten Tag weiterhin. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.